Ich grüße euch erstmal alle. Wunderschönen guten Abend zu Philvidia. Da bin ich jetzt auch zweimal hintereinander. Und heute haben wir erstens mal ein ganz anderes Thema als sonst. Sonst haben wir ja sehr häufig ein Thema, mit dem man sich vielleicht noch nicht so befasst hat. Das letzte Mal Gendermedizin. Da habe ich jetzt auch sehr viele E-Mails von Leuten bekommen, die auch mitbekommen haben, dass ich mich mit dem Thema Gendermedizin und Herzerkrankungen sehr eingehend in letzter Zeit beschäftigt habe. Und ob man da nicht mal was machen könnte, kann man mit Sicherheit was machen. Heute haben wir ganz leichte Kost, ganz leichte Kost, also ganz untypisch für Philvidia. Und zwar werden wir uns ein paar medizinische Eselsbrücken anschauen. Ja, und ich bastel ja auch gerne an Skripts rum und da fällt euch auf, da unten ist ein Fehler drin. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ich das neulich gemacht habe. Ja, schön nachts in aller Ruhe, als es ein bisschen heiß war und ich nicht schlafen konnte. Und dann bin ich irgendwann eingeschlafen. Und am nächsten Morgen war mein Computer aus. Ja, und dann habe ich heute Mittag gedacht, ja, okay, jetzt guckst du noch mal kurz rein, dass du so die Reihenfolge im Kopf habt, und stellte also fest, das Skript ist nicht gespeichert. War dann also mal ganz kurz vorm Hyperventilieren, weil es war 17 Uhr. Ich habe um 19 Uhr Kurs gehabt und hatte noch 3 Telefonate, die ich führen musste. Und meinem Sohn sollte ich auch noch was zu essen machen. Der musste sich dann selber versorgen. Aus den 3 Telefonaten habe ich 2 gemacht und habe mich dann also da 1,5 Stunden hingesetzt und mal schnell 48 Folien darunter gemacht, um mal so einen roten Faden zu haben. Deshalb an der einen oder anderen Stelle ist sicherlich auch mal ein Rechtschreibfehler drin und die Reihenfolge ist nicht mehr so durchdacht, wie sie das vorher mal war. Also von daher improvisiere ich heute Abend eben mal. Willkommen im Chaos. Und ja, wir wollen ganz einfach mal ein bisschen so drüber reden. Ich bin ja nicht der Freund vom Auswendiglernen, sondern ich bin der Freund davon, man muss diesen Körper verstehen. Dennoch ist es natürlich so ein paar Dinge, die müsst ihr auswendig lernen. Ob das eine Rotatorenmanschette ist oder ob das jetzt die Hirnnerven sind. Ja, manche Dinge muss man. Und da hilft es einem oftmals eben, wenn man mal so eine Eselsbrücke hat. Was ist die beste Eselsbrücke? Die beste Eselsbrücke ist immer, wenn ihr die euch selber gemacht habt. Ja? Wenn ihr die gar nicht so übernehmt, sondern wenn ihr euch selber Gedanken gemacht habt und umso abstruser und lustiger oder vielleicht auch ekliger oder sowas ist, also so umso abweichender von der Normalität, umso mehr kann sich euer Hirn das merken. Denn ihr habt da oben in eurem limbischen System so eine kleine Struktur. Sieht aus wie ein süßes kleines Seepferdchen. Die nennt man den Hippocampus. Und der macht es euch beim Lernen nämlich häufig schwer. Denn dieser Hippocampus, der hat die Macht darüber zu entscheiden, ob das, was ihr da tatsächlich lernt, auch ins Langzeitgedächtnis geht. Und das, was ihr häufig für wichtig haltet, ne, weil ihr wisst, ihr müsst diese Prüfung machen, das hält der Hippocampus noch lange nicht irgendwie für notwendig, weil der sagt, das interessiert mich überhaupt. Also auf jeden Fall, es ist das Wichtigste überhaupt, dass ihr eurem Hippocampus Sachen schmackhaft macht. Ja, ihr müsst sie wiederholen und ihr müsst euch irgendwelche Dinge überlegen, die vielleicht auch mit einer Emotion verknüpft sind, vielleicht mit einer Person, die ihr irgendwie kennt, ja. Irgendwas Blödes, weil dann kann der sich besser ganz einfach das merken. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, diese Eselsbrücken, die wir heute hier irgendwie lernen, die auch alle auswendig zu lernen, sondern euch da vielleicht ein bisschen Inspiration zu holen, wie ihr das besser in den Kopf bekommt. Und ich habe hier auch nebenbei den Chat auf. Normalerweise bin ich multitaskingfähig. Und wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, wie man sich irgendetwas merken kann, dann raus damit, ne? Dann einfach damit in den Chat rein und wir machen uns jetzt einfach ein bisschen einen vergnügten Abend. Dann fangen wir mal mit der ersten Sache an, damit mein falscher Name da unten auch mal ganz schnell wegkommt. Und zwar stellt euch mal die Wirbelsäule vor. Und wenn man sich dann so vorstellt, wir haben eine Halswirbelsäule, eine Brustwirbelsäule und eine Lendenwirbelsäule, wissen wir alle, ja? Und da, die sind ja durchnummeriert. Und wenn wir jetzt den Wirbel C4 nehmen, den Wirbel TH4 nehmen und L4 nehmen, dann sind das zum Beispiel Stellen, wo irgendwo immer eine Bifurkation vorhanden ist. Ja? Also wo sich irgendetwas aufspaltet. Ist doch ganz gut, wenn ich diese 3 Bifurkationen auf einmal lerne. Könntet ihr euch vorstellen, vielleicht wisst ihr es, aber ansonsten könnt ihr euch das sicher ableiten, was sich so auf der Höhe C4 aufspaltet? C4 ist ein bisschen weiter oben. Andrea, du bist schon an der Brustwirbelsäule.
Was gibt es denn da oben Wichtiges, was wir wissen müssen, dass sich das aufspaltet? Überlegt mal. So seitlich am Hals. Was wird denn das sein? Macht euch ruhig mal hier den Chat auf und rein. Hier kann keiner Fehler machen. Die Carotis, richtig, ne? Wir haben ja die Arteria carotis communis, die gemeinsame. Die geht dann seitlich am Hals hoch und dann spaltet die sich auf in eine interna, die dann natürlich ins Hirn reingeht und die externa. Da werden wir uns gleich auch nochmal ein Lernsprüchchen dafür anschauen, die dann so außen am Schädel ganz, ganz viel versorgt. Das heißt also, wir haben hier die Bifurkation eben der Carotis auf der Höhe C4. Jetzt greife ich das auf, was Andrea gerade gesagt hat. Wenn wir auf die Höhe TH4 gehen, haben wir die Bifurcatio trachea. Das heißt also Trachea und dann geht es in den rechten und in den linken Hauptbronchus. Und jetzt müssen wir mal überlegen, L4, was könnte sich denn da wohl aufspalten? Einfach mal logisch denken, mit Logik lernt sich es auch besser. Was spaltet sich so auf der Höhe L4 wohl auf? Guck jetzt mal ganz bewusst in den Chat, ob da was kommt oder nicht, weil wenn ihr denkt, dann bleibt das auch noch mal besser hängen. Richtig, also wir haben ja erstmal eine Bauchaorta und die Bauchaorta, die muss sich ja auch wiederum dann teilen. Das heißt also, dann geht es Richtung Iliaca. Ja, das heißt also, auf der Höhe L4 haben wir dann die Bifurcatio aortae. Ja? Oben die Carotis, TH4, die Trachea, dann geht es in die zwei Hauptbronchien rein und L4 dann die Aorta. So, dass dann auch das Becken versorgt wird. Wer es noch ein bisschen genauer da irgendwie etwas lernen will, manche Leute interessiert das auch, ist vielleicht nicht ganz so wichtig für die Prüfung, wo durch das Zwerchfell Durchtrittspunkte sind. Ja, zum Beispiel, also die Aorta muss ja durch das Zwerchfell durch, der Ösophagus muss durch und auch die Vena cava. Und wenn man Ösophagus jetzt mit OE schreibt, ja, dann müsst ihr einfach nur die Anzahl der Buchstaben hier tatsächlich zählen. Also Aortenhiatus hat 12 Buchstaben, dann wisst ihr, okay, das ist Höhe TH12. Ösophagus hat 10 Buchstaben, dann wisst ihr, das ist auf Höhe T10. Und die Vena cava hat 8 Buchstaben, also ist das auf der Höhe T8. Hat man vielleicht mal so nebenbei dann hier auch mal mitgemerkt. So, das war so das Erste, was wir uns merken können. Bleiben wir mal so in diesem Bereich Bewegungsapparat. Also alle paar Prüfungen wird immer wieder diese Rotatorenmanschette gefragt. Ja, wofür ist erstmal eine Rotatorenmanschette da? Ihr müsst euch vorstellen, das Schultergelenk, das ist ein Kugelgelenk, ja, aber mit der ganz flachen Pfanne. Es gibt sogar noch Gelenklippen, die diese Pfanne unheimlich vergrößern. Und wir haben da relativ schwache Bänder. Also brauchen wir eine gute Führung in diesem Gelenk drin. Und dafür brauchen wir die Rotatorenmanschette. Jetzt haben wir da diverse Muskeln im Schulterbereich, aber es sind nur 4 Muskeln, die tatsächlich zu dieser Rotatorenmanschette auf jeden Fall in den Prüfungsfragen eben gezählt werden. Und die kann man sich im Grunde merken mit einem englischen Wort. Wenn man zum Beispiel sagt, sie sitzt, ne? She sits. Ja, mit diesem Sitz. Dann hätten wir also S, I, T und S. Ja? So, welche Muskeln sind das also? Nehmen wir mal das erste S, ist dann der Musculus supraspinatus. Das I ist dann der Musculus infraspinatus. T ist der teres minor, den seht ihr hier. Ich kann hier jetzt gerade nur so mit dem Cursor so ein bisschen gehen, also hier in dem Bereich. Und wenn wir nicht sehen, weil er sub ist, ne, unten drunter, das zweite S ist dann der Musculus subscapularis. Ja, also könnt ihr euch zum Beispiel Sitz merken. Ne? Dann könnt ihr ganz schnell eben in der Prüfungsfrage das auch erkennen, ob das eben da reinpasst oder ob das eben nicht so reinpasst. Ich habe gedacht, ich muss mir auch demnächst mal was überlegen für die, zum Beispiel für die Flexoren und für die Extensoren im Hüftgelenk und im Kniegelenk. Damit tun sich auch so viele schwer. Da setze ich mich, glaube ich, mal nächste Woche hin und überlege mal, ob es da irgendwas Blödes gibt, wie man sich das merken könnte. So, jetzt kommen wir zu den Hirnnerven. Die 12 Hirnnerven, die müsst ihr alle in der mündlichen Prüfung auswendig können. Ja, das heißt also, die müsst ihr flüssig erzählen können. Plus, ihr müsst eben auch in der Lage sein, ganz schnell zu antworten, wenn die sagen, erzählen Sie doch mal was über den achten oder sechsten oder siebten oder neunten Hirnnerv. Ja, dass ihr da nicht so nachmacht.
Ich persönlich lerne sowas nicht mit einem Lernspruch. Wie lerne ich das? Ich lerne so etwas entweder mit einer Logik oder mit einem Rhythmus. Ja? Und ich habe das Ganze damals, als ich es auswendig lernen musste, Klammer auf, das war in der Nacht vor meiner mündlichen Prüfung, Klammer zu, darf mein Sohn nicht hören, habe ich das gelernt, indem ich das gerappt habe. Ich bin jetzt kein Rap-Fan oder so, aber mit Rhythmus lernt man zum Beispiel ganz, ganz gut. Ne? Und dann habe ich also rumprobiert, wie kriege ich da einen Rhythmus rein? Und dann war ich irgendwann bei Olfactorius, Opticus, Oculomotorius, Trochlearis, Trigeminus, Abduzens facialis, Vestibulo cochlearis. Das vielleicht auch mal für euch so als Tipp. Also unser Hirn lernt unheimlich gut mit Rhythmus. Zum Beispiel, wenn wir Dinge singen. Wenn ich euch jetzt sagen würde, setzt euch mal hin und er schreibt da von Helene Fischer mal den Text zu Atemlos durch die Nacht auf, dann sitzt er da und sagt, hä, was soll ich machen? Ja, ob ihr das Lied mögt oder nicht, ihr habt das 100 Mal gehört. Ja, aber wenn ich jetzt anfangen würde zu singen, dann könnte jeder mitsingen. Ja, sobald wir die Melodie haben davon, ja, kommt das so automatisch über die Lippen. Und das ist zum Beispiel etwas, also ich hätte auch in der Prüfung, weil ich relativ spät gelernt habe, meinen Paragraph 6 rappen müssen oder singen müssen. Und auch heute, wenn ich den noch irgendwie so erzähle, habe ich immer einen Rhythmus im Kopf. Na, den lasse ich dann beim Erzählen weg, sonst würden meine Teilnehmer sich kaputt lachen. Aber so für das Lernen ist das was super Gutes. Andere brauchen vielleicht ja erstmal so einen Lernspruch. Und ja, gerade bei den Hirnnerven, da gibt es ganz, ganz viele Lernsprüche. Mir persönlich dauert es zu lange, diesen Lernspruch selber auswendig zu lernen. Bis dahin habe ich das mit meinem Rhythmus. Aber wem das besser dann auch mal liegt, hier mal ja ein paar Möglichkeiten. Und vorhin stand das auch schon so im Chat. Eigentlich umso blöder oder umso versauter das ist, umso besser kann man sich das auch merken. Deshalb habe ich hier jetzt mal einen Lernspruch gewählt, der nicht ganz jugendfrei ist und der nennt sich Onkel Otto onaniert. Also wir haben dreimal O, Tag täglich, zweimal T, aber freitags vögelt er ganz viele alte Huren. Ja, hat jetzt nichts mit Diskriminierung zu tun. Es geht nur darum, dass ihr euch das merken könnt. Das heißt also, darüber hättet ihr jetzt mal hier schon die Anfangsbuchstaben davon. Ja, ich muss ehrlich gesagt diesen Satz ablesen, weil ich habe meinen Rhythmus im Kopf. Aber in manchen Gesundheitsämtern wird ja noch ein bisschen mehr über solche Nerven gefragt. Und zwar eben darüber, ja, welche sind denn jetzt motorisch? Welche sind denn sensibel beziehungsweise sensorisch, also vermitteln irgendwelche Sinneswahrnehmung? Und dann gibt es ja auch noch welche, die beides sind. Und da gibt es ein Sprüchlein, was man sich einfach neben diese Hirnnerven dazu schreiben kann. Und das heißt eben, some say money matters, but my brother says big boobs makes more fun. Das heißt also, da haben wir jetzt nur irgendwelche Buchstaben mit S, mit M oder mit B. S steht dann eben für sensibel beziehungsweise sensorisch, M eben für motorisch und B eben, wenn das beides ist. Ich persönlich habe es wieder so gelernt, dass ich SS, MM, BM, BS, BB, MM mir gemerkt habe. So kann ich es wieder gut merken. Aber vielleicht ist das für jemand von euch auch eine Möglichkeit. Jetzt habe ich noch mal eine kleine Zusatzinfo links hingeschrieben und zwar 1973. Ja? Das heißt also, wenn wir mal die Hirnnerven nehmen, 19, ja, also 19, 19, und 73 dann 7,3, dann haben diese vier Hirnnerven, denn nämlich der Nervus glossopharyngeus, der Nervus vagus, facialis und oculomotorius, die haben alle eins gemeinsam, was die anderen nicht gemeinsam haben. Könnt ihr euch vorstellen, was? Dass der glossopharyngeus hat, der vagus vor allem auch, der facialis, oculomotorius. Ja, und sie haben noch was anderes. Sie haben noch was anderes. Also, wozu zählt denn der Nervus vagus? Richtig, Andrea hat das. Die sind alle parasympathisch, ja? Die haben alle parasympathische Fasern. Beim Vagus denkt man da sofort daran, ja? Aber beim Facialis vielleicht nicht auch gleich, ja? Dass der auch ist, oder der Oculomotorius, zum Beispiel die parasympathische Funktion, wenn die nicht funktioniert, was kann man denn da nicht mehr?
Also man hat vielleicht einen Hirntumor oder irgendwas und dann drückt der da auf den Oculomotorius drauf. Dann kann man zum Beispiel die Pupille nicht mehr eng stellen. Richtig. Und wer stellt die Pupille eng? Ja, der Parasympathikus macht das. Ja? Also mit 1973 kann man sich zum Beispiel dann gleich auch die parasympathischen Hirnnerven merken. Es gibt so einen anderen Lernspruch, der ist irgendwo, fragt mich nicht auf welcher Folie, weil ich habe ja vorhin hier improvisiert. Auch ein Lernspruch, da kann man sich mit dem Jahr 1972 etwas merken. Wisst ihr, was man sich da merken kann? Sind natürlich alle im Vorteil, die in den 70er Jahren geboren sind und da vielleicht eine Affinität dazu haben. Carmen kriegt leider keinen Ton. Ja, richtig, mit dem 1972 kann man sich merken, welche Blutgerinnungsfaktoren Vitamin K abhängig sind. Also wir müssen mal uns vorstellen, angenommen, wir verletzen uns. Was passiert dann? Dann werden erstmal die Gefäße eng gestellt. Also Punkt 1, Vasokonstriktion. Dann flitzen die Thrombozyten dahin, lagern sich an den Wundrändern ab. Das nennt man die Thrombozytenadhäsion. Dann fangen die an zusammenzuklumpen. Das ist die Thrombozytenaggregation. Und dann haben wir erstmal so einen provisorischen Pfropf. Und dieser provisorische Pfropf bringt diese Blutung eben zum Erliegen. Das heißt also, wir haben jetzt erstmal eine Blutstillung. Und dann wird die Gerinnung eingeleitet. Aber unser Körper ist sehr ökonomisch mit den Blutgerinnungsfaktoren. Warum soll ich welche verbrauchen, wenn ich sie nicht brauche? Und dann gibt es eben das intrinsische System oder intravasale System der Blutgerinnung und es gibt das extrinsische oder extravasale. Dieses intrinsische benötige ich, wenn ich eine Gefäßverletzung habe. Die extrinsischen Gerinnungsfaktoren, die benötige ich wiederum, wenn ich eine Gewebsverletzung habe. Wenn ich beides habe, gut, dann brauche ich eben beide. Ja? Aber von diesem extrinsischen System, da gibt es eben Gerinnungsfaktoren, die Vitamin K abhängig sind. Und es gibt ja Antikoagulantien, wie zum Beispiel so das ältere des Marcomar, die Vitamin K-Antagonisten sind. Ja? Und das ist ein Grund, warum in Prüfungsfragen eben manchmal nach den Vitamin K-abhängigen Gerinnungsfaktoren gefragt wird und irgendwo später auf einer Folie kommt es. Ich denke da immer an die Olympischen Spiele, die 1972 in München abgehalten wurden. Und dann hat man schon die Gerinnungsfaktoren, die Vitamin K abhängig sind. Also mit Jahreszahlen können wir uns in diesem Zusammenhang auch schon mal einiges hier merken. So. Kommen wir so zu der nächsten Sache. Und zwar bleiben wir mal im Nervensystem drin. Ich denke mal so 1,5 Jahre oder sowas zurück. Da wurde in einer Prüfungsfrage sogar erstmals dann nachher zwei Antworten zugelassen, weil sie haben es nicht so genau formuliert. Und da war die Frage nach den Spracharealen. Die wichtigen Sprachregionen, die wir im zentralen Nervensystem haben, sind ja Wernicke und Broca. Und jetzt wirft man die immer so gerne durcheinander. Ja? Was ist denn jetzt für die Sprachproduktion zuständig und was ist denn jetzt fürs Verständnis? Dann hat man es gelernt und dann ist man wieder auf einmal unsicher. Ich oute mich mal, ich habe früher Germanistik studiert, da machst du Sprachwissenschaften und da beschäftigst du dich auch mit Spracharealen. Und ich habe mir damals einfach ein Bild gezeichnet. Und zwar habe ich mir gesagt, okay, ich fahre mit meinem VW zu BP. Der ist jetzt zum Beispiel auf meinem Mist, in meinem Hirn erstanden. Ja, das heißt also, VW, ne, steht für mich für Verständnis Wernicke. Ja? Und BP ist Broca-Areal, brauche ich für die Sprachproduktion. Als ich mir das verknüpft hatte, da kannst du mich nicht mehr durcheinander bringen. Wernicke ist Verständnis und Broca-Areal ist die Sprachproduktion. Ja. Ich fahre mit meinem VW zu BP. Wer selber einen hat, kann ihn gerne auch einmal raushauen. Kommen wir zur nächsten Lernstütze, die es so gibt. Und zwar, ihr kennt doch sicherlich noch alle so den Ludwig Erhard. Ne? Also ne? Nachkriegszeit, Wirtschaftswunder und so weiter. Und es gibt ein bisschen morbiden Spruch. Ja? Und zwar, wenn man sich mal so die Meningismuszeichen merken will. Ja, das heißt also, man hat vielleicht eine Meningitis oder einen Sonnenstich oder sonstiges.
Dann gibt es den Spruch, nur über Ludwig Erhards Leiche. So, heute, wie gesagt, wir sind heutzutage etwas morbid. Das heißt also, wenn wir mal diese Buchstaben nehmen, nur über Ludwig Erhards Leiche, NÜLEH, dann kann man mal überlegen, also welches Symptom würde euch denn zum Beispiel einfallen? Meningismuszeichen, was mit N anfängt. Schauen wir mal, ob ihr vielleicht da auch selber draufkommen würdet. Nackensteifigkeit, richtig. So, nur über Ludwig Erhards Leiche. Ü, was beginnt für ein Symptom mit Ü, was man vielleicht hat, wenn man eine Meningitis hat? Übelkeit, richtig. So, jetzt kommt L. Was verträgt man vielleicht mit L nicht mehr richtig, wenn die Meningen überreizt sind? Licht, genau, Lichtempfindlichkeit. So, und dann wird man so gereizt. Das ist einem nicht nur übel, sondern über Ludwig Erhards. Jetzt kommt das E. Was ist noch schlimmer als Übelkeit? Erbrechen, genau. Und es kommt noch Leiche. Also man verträgt nicht nur das Licht nicht gut, sondern was verträgt man sonst auch nicht gut? Den Lärm. Wunderbar, ganz genau. Nur über Ludwig Erhards Leiche. Und damit habt ihr schon die wichtigsten Symptome eben zusammen, die bei einer Reizung der Meningen, zum Beispiel über eine Meningitis, Sonnenstich oder sonstiges, eben auftreten können. So was hilft dann eben vor allem, wenn man nicht nur ankreuzen muss, sondern vielleicht eben auch selber über so eine Erkrankung berichtet. Jetzt müssen wir aber nochmal zu einem unbeliebten Thema zurück. Ja, die unbeliebten Themen, das ist immer so Anatomie, ne? Die werden immer geschoben. In meinen fortgeschrittenen Kursen setze ich die immer voraus und wenn ich dann doch mal so meine Stichproben mache, da fängt es teilweise ganz schön an zu wackeln. Und dazu gehört eben, dass wir nochmal zur Karotis im Grunde zurückgehen. Wir haben vorhin gesagt, auf welcher Höhe teilt sich die Karotis? Habt das noch im Kopf? Da ist schon was hängen geblieben, richtig, auf C4. Und jetzt haben wir die Carotis interna, die in das Hirn nachher reingeht, und die externa. Und diese externa, die hat jetzt 8 Abgänge. Ja? Man kann sich das mit Logik merken, weil das so alles außen am Kopf im Grunde ist, bis zum Halsbereich runter. Oder vielleicht gibt es noch so Leute, die haben eine Vorliebe für so ältere Filme. Kennt ihr noch so diese, was weiß ich, Balduin der Pausenschreck oder was weiß ich, wie die hießen, mit Hansi Kraus und so weiter, wo immer der Lehrer war. Ja? Und das war der Theo Ling, dieser Schauspieler. Ne? Und ganz genau, jetzt kommt der Theo. Und wenn man sich mal den Spruch merkt, Theo Lingen, fabriziert, fantastisch, starke Ochsenschwanzsuppe aus toten Mäusen, ich meine, den muss man sich auch erstmal merken, dann habt ihr die Anfangsbuchstaben der Äste der Carotis externa. Das heißt also, ich persönlich merke die mir eher so, wenn ich mir so ein Bild anschaue, von unten nach oben wäre das dann eben hier so die Arteria thyroidea superior, die davon gespeist wird. Wenn ich jetzt aber nach dem Herrn Lingen gehe, dann wäre, heißt der Herr Lingen, das L wäre die Zunge, also Arteria lingualis. Dann geht es weiter, die Arteria facialis, die wir hier eben auch finden. Ach Gott, die habe ich nicht weitergeschaltet, Entschuldigung. So, die Arteria facialis. Dann hätten wir hier die Arteria pharyngea ascendens, also für den Rachen, Ramus sternocleidomastoideus, occipitalis. Auricularis, also Ohr posterior, temporalis, das ist ja die sich so gerne entzündet. Ältere Frau, 70 Jahre alt, ne, kann auf die Arteria ophthalmica dann übergreifen und zur Erblindung führen. Das sind die mit dieser hammerartigen Sturzsenkung, bei denen wirklich also die BSG so runterrauscht. Und dann hätten wir noch nachher die Arteria maxillaris. Ja. Wird sowas eigentlich in Prüfungen gefragt? Das könnte natürlich mal eine Frage in der schriftlichen Prüfung sein. Ja, in mündlichen Prüfungen nicht so häufig. Aber in Hannover habe ich das schon erlebt. In Hannover haben sie schon diese Abgänge gefragt. Sonst hätte ich das ja hier auch nicht mit reingepackt und würde euch damit nicht drangsalieren. Ja, jetzt gibt es, müssen wir ja auch in der mündlichen Prüfung zum Beispiel dann auch zeigen oder beschreiben, wie man einen venösen Zugang zumindest mal in der Armbeuge legen könnte.
Und in der Armbeuge gibt es erstmal so drei Venen, die sich grundsätzlich eben da so eignen. Nee, bei Frivilia nicht. Allerdings, alle Leute aus dem Intensivkurs haben eine Liste, die ich vor ein paar Jahren mal gemacht habe, mit so ein paar Lernsprüchen so im Backoffice drin. Jetzt gibt es drei Venen, die einen anlachen oder manchmal auch nicht anlachen. Ja, wenn, mach dir doch Screenshots, Julia. Einfach Screenshots, machst du dir eine Word-Datei auf, Screenshot, einfügen. Ja, dann musst du gar nicht schreiben. Gute Idee, ne? Für die Zukunft auch. So, und da gibt es erstmal drei Venen, die einen da anlachen oder wie gesagt auch manchmal nicht. Das ist eben, jetzt habe ich hier gerade das davor, Moment, jetzt muss ich hier das hier mal ausblenden, sonst sehe ich das gerade nicht. Wir haben da einmal hier außen die Cephalica. In der Mitte natürlich die Mediana Cubiti, ist hier englisch bezeichnet, Mediana Cubiti. Und dann haben wir eben noch die Basilica. Und dann fragt doch in Solingen, ehemalige Amtsärztin, ja, welche ist denn innen und welche ist denn außen? Das weiß man häufig nicht mehr, dann ist so 50-50. Aber man könnte sich ja vielleicht mal das Wort Ibiza merken. Ja, so, warum? Innen ist die Basilica. Ibiza. Und wenn wir die Cephalica mal großzügig mit Z schreiben, dann wissen wir ZA, ja, Ibiza, Cephalica ist außen. Ja? Also das nächste Mal, wenn ihr in die Armbeuge reinschaut, dann denkt ihr einfach mal ein bisschen an Ferien und an Ibiza und dann wird euch das schon auch einfallen. Wer nicht so mit dem Bewegungsapparat zu tun hat im Alltag, tut sich manchmal auch so ein bisschen schwer mit diesen ganzen Bewegungen. Ach, wie heißt denn jetzt irgendwie dieses Strecken auf schlau und das Beugen auf schlau und ach, die Hand dann noch so in die Richtung drehen und in die Richtung. Oh, wow, wow, wow. Auch hier möchte ich euch mal ein paar Tipps dazu geben. Und zwar fangen wir erstmal so an. Ja? Da gibt es erstmal die Extension und die Flexion. Ja? Bringt man vielleicht auch gerne durcheinander. Aber was doch jeder kennt, ist doch gerade so ganz in bei diesen ganzen Influencern und sowas, dass die sich da Haare ranmachen lassen, dass die sich Extensions ranmachen lassen. Und Extensions sollen ja die Haare strecken, damit die länger sind, oder? Ja. Das heißt also, die Extension, wie bei den Extensions bei den Haaren, verlängert, also die streckt. Und dann ist logischerweise eben dann die Flexion die Beugung. Vielleicht hat es jemand mit Verben, ne? Ein flektiertes Verb, ein gebeugtes Verb. Ja? Aber wenn man sich vielleicht den Anker schon mal setzt, irgendwie Extension, Extensions, gestreckte, verlängerte Haare, ja, dann weiß man schon, okay, das ist die Streckung. Dann bringen viele auch Adduktion und Abduktion durcheinander. Aber das ist eigentlich ganz einfach. Abduktion heißt ja vom Körper weg. Ja, also ab, ne? Das sagst du vielleicht irgendwie zum Hund oder so, ab, weg, ab, ja, ab ist weg, ja. Während die Adduktion ist dann logischerweise das Heranführen. Und womit manche dann völlig verzweifeln und es dann lassen, ist Supination und Pronation. Ja, hier unten habe ich auch noch mal ein Bild reingemacht. Wie rum ist das Drehen? Aber da müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Supination, da macht er also die Bewegung mit der Hand, als ob ihr eine Suppe esst. Ne? Ihr habt einen Löffel in der Hand und löffelt das da so raus. Und Pronation, stellt euch vor, ihr habt ein Sektglas in der Hand und prostet jemand zu. Ja, da macht er genau die andere Drehbewegung mit dabei. Solche Begriffe kommen ja auch mal sehr gerne in der schriftlichen Prüfung. Und da kann man sich dann das nochmal so ein bisschen im Kopf verankern, dass man da vielleicht auch ein bisschen wichtiger, ein bisschen sicherer wird. So ein Dauerbrenner oder so ein Evergreen aus Prüfung sind auch immer wieder so diese Nerven am Arm. Wisst ihr alle, da haben wir einen Nervus medianus, der durch den Karpaltunnel läuft. Wir haben den Nervus ulnaris und wir haben den radialis. Dann kann man sich vielleicht noch ganz gut zu merken, Arteria radialis, okay, ist an der Daumenseite, ne? Weil da nimmt man ja auch den Radialispuls. Also ulnaris dann Kleinfingerseite. Okay, soweit geht's noch. Aber was versorgen die denn? Ja, beziehungsweise, wenn die irgendwie eine Schädigung haben, was für Fallerscheinungen kommt es da? Und da gibt es einen
ja schon seit ewig bestehenden Lernspruch. Den habt ihr sicherlich auch schon mal gehört. Vollständigkeit halber möchte ich ihn aber hier ranführen, den es in sehr vielen Variationen gibt. Ja, und der heißt, ich schwöre, ich habe jetzt das Dir zum Beispiel nicht im Kopf, ich schwöre beim heiligen Medianus, dass ich die Augen mit der Ulna auskratze, wenn du vom Rade fällst. Ich persönlich habe den habe ich mir vorhin aus Zeitmangel kurz vorauskopiert. Da sagt zum Beispiel, ich schwöre beim heiligen Medianus, dass ich mir die Ulna krall, wenn du denn vom Rade fällst. So, das heißt also, die Schwurhand, Nervus Medianus. Ja? Beim Schwören hast du drei Finger oben. Das bedeutet, der Nervus Medianus innerviert hier eben dann auch. Hier kommt gerade ein heftiges Gewitter oder jemand schießt. Gut, also nochmal. Der Medianus, Schwurhand. Nimm die ersten drei Finger mit und die Innenseite des Ringfingers. Ja, also die auch noch, die darf man auch nicht vergessen. Innerviert natürlich dadurch auch die Muskulatur des Daumenballens. Wenn also eine Schädigung da ist, kann es mit der Zeit auch zu einer Daumenballenatrophie kommen. Haben Sie übrigens meiner Prüfungsfrage gefragt, ob es auch zu Durchblutungsstörungen kommt? Nee, das ist ja der Nerv. Der Nervus ulnaris, ja, wenn ich mir die Ulna krall, das heißt also, wenn der eine Schädigung hat, dann bekommt man so eine Krallhand, ja, wie wenn man jemand sich krallen will. Und dann die Fallhand, also man kriegt sie nicht mehr hoch, das wäre eben dann der Nervus radialis. Aber ich glaube, den kennt ihr schon. Ja, auch etwas, was man lernen muss, sind die Handwurzelknochen. Kommt der leider nicht drumrum. Und da habe ich persönlich tatsächlich mit einem kleinen Lernsprüchchen auch gelernt, der eigentlich ganz schön ist, finde ich. Ein Kahn, der fuhr im Mondenschein, dreieckig um das Erbsenbein, Vieleck groß und Vieleck klein. Kopf, da muss der Haken sein. Das würde ich jedem, der in die Prüfung geht, raten, dieses Sprüchlein hier zu lernen, weil das immer wieder in schriftlichen Prüfungen mal gefragt wird, ab und zu auch mal in mündlichen Prüfungen. Das liegt daran, dass dieser Spruch so wahnsinnig bekannt ist und dass die Mediziner das alle im Studium lernen mussten. Die müssen ja auch immer wissen, welche Sehne da irgendwo am Handgelenk und an den Händen und an den Fingern langläuft. Also, dass ihr jetzt irgendwie die anderen Knochen da kennen müsst, nein, ne? Also hier im Handbereich. Aber dieses Sprüchlein, das solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Da aber das letzte Mal in der Prüfung genau dieses Sprüchlein gekommen ist, könnte ich mir auch mal vorstellen, dass Sie irgendwann mal so die Fußwurzelknochen sich vornehmen. Wird nicht so häufig gefragt. Ne? Aber auch dafür gibt es ein kleines Sprüchlein. Und zwar, das heißt, springe mit dem Fersenbein munter in den Kahn hinein. Keile gibt es 1, 2, 3, seitlich bei der Würfelei. Das kann man sich vielleicht, den müsst ihr sicherlich nicht in der mündlichen Prüfung wiedergeben können, also diese Knochen. Ja? Aber es geht ja darum, dass wenn man mal so eine schriftliche Prüfungsfrage hat, dass man sich irgend an was erinnert. Ja? Und da finde ich, ja, sollte man sich den vielleicht mal zwei, dreimal durchlesen, dann hat man das auch intus und würde zumindest das mal erkennen. Kommen wir zu was ganz, ganz Wichtigen. Ganz, 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 ganz Wichtigen, sowohl für schriftliche als auch für die mündliche Prüfung. Und natürlich muss man das in der Praxis wissen, weil es einfach zur Basisuntersuchung mit dazugehört. Die Auskultationspunkte des Herzens. Und da bringen viele immer wieder ein bisschen was durcheinander. Es ist ja auch manchmal so ein bisschen schwierig, weil wir schauen immer auf den Oberkörper drauf. Aber wenn wir von rechts und links sprechen, dann müssen wir immer aus der Sicht des Patienten gehen. Ja, das bringt manche so ein bisschen durcheinander. Und jetzt gibt es eben gewisse Punkte an der Thoraxoberfläche, wo das Stethoskop dann aufgesetzt wird, an denen eben abgehört wird, ob man irgendwelche Auffälligkeiten zum Beispiel an den Klappen hört. Ihr müsst euch vorstellen, das Herz, das liegt so ein bisschen schräg. Wenn ihr jetzt mal so eure Hand in die Hosentasche, das wäre auch eine Merkhilfe, ja, die Hand in die rechte Hosentasche reinschiebt, dann habt ihr im Grunde so die Achse, wie das Herz liegt. Ja, weil wenn ihr die Hand in die rechte Hosentasche reinschiebt, dann werdet ihr ja auch unten an den Fingerspitzen weiter vorne sein als oben Richtung Handgelenk.
Und so müsst ihr euch das Herz eben auch so vorstellen, dass es hier so schräg drin liegt. Und oben, ja, da habt ihr dann die Herzbasis, an der dann eben so die großen Gefäße kommen. Und so schräg unten dann, das heißt also nach unten, eben zum Schwänzchen hin, nach Caudal und dann eben auch zum Bauch hin, nach Ventral, da hätten wir dann die Herzspitze. Und jetzt ist es so, da liegen nicht die Klappen, aber die Klappenschlusstöne werden eben an gewisse Punkte der Thoraxoberfläche besonders gut hingeleitet. Und da setzt man dann eben auf, weil man hört dann eben, wo ist das Punctum Maximum, wo höre ich es am lautesten. Und da gibt es dann zwei Lernsprüche, oder drei oder vier oder auch. Und wie ich mir das damals gemerkt habe, als ich mir das aneignen musste, das war über das Wort Mitrap. Und zwar, da wo ich mir felsenfest sicher war, das war immer, dass die Mitralklappe links liegt, im fünften Interkostalraum. Medio clavicula, da ist ja kein Sternum mehr, also in der Mitte der Clavicula. Das war mein Fixpunkt. Und wenn ich jetzt im Uhrzeigersinn weitergehe, dann hätte ich Mi von Mitral, dann gehe ich hier rüber, dann kommt Tr von der Tricuspidalklappe, dann lande ich im zweiten Interkostalraum rechts parasternal, da kommt das A von der Aortenklappe und dann gehe ich hier rüber in den zweiten Interkostalraum, links parasternal und da ist die Pulmonalklappe. Also einfach im Uhrzeigersinn, Mitrap. Ich muss dazu sagen, dass wir Europäer vermehrt die Tricuspidalklappe rechts auskultieren. Wenn ihr amerikanische Literatur habt oder so, ist die auch meistens links. Es gibt aber ansonsten auch noch den Lernspruch Arthur Pulmonales oder Anton Pullmann trinkt Milch um 22:45 Uhr und erbricht um 3 Uhr. Ja? Das heißt also, da würdest du von links nach rechts gehen, A für Anton Pullmann, und dann trinkt Milch, Tricuspidal, Mitralklappe und erbricht um 3 Uhr. Das heißt, das wird der erbsche Punkt, das ist also der Punkt, an dem man das ganz gut eben die Herztöne miteinander vergleichen kann, weil so die Klappenschlusstöne alle recht gleichmäßig hingeleitet werden. Den würden wir dann eben hier im dritten Interkostalraum links parasternal finden. Und das haben wir dann eben in den Zahlen drin. 2, 2, 4, 5, also in der Reihenfolge, wie wir das vorher hatten, Aortenklappe, Pulmonalklappe, Tricuspidalklappe, Mitralklappe und erbricht um 3, wäre dann eben der dritte Interkostalraum links, parasternal links. Richtig, Claudia, also fünfter ICR links ist die Herzspitze, ja, da liegt ja nicht die Mitralklappe, aber da wird es besonders gut hingeleitet. Man muss allerdings auch sagen, also wenn man was an der Mitralklappe hat oder wenn man das rausfinden will, ist es mal ganz gut, so in die Seitenlage zu gehen und dann in der Axillarlinie auszukultieren, weil sehr viele Dinge, die Geräusche, die an der Mitralklappe entstehen, eben gut in die Axilla fortgeleitet werden. Wenn man zum Beispiel dann auch nochmal Dinge, wenn man jetzt abklären will, man hat ein Systolikum beispielsweise und das hört man so ja relativ laut, zweite ICR rechts parasternal, also an der Aortenklappe, dann weiß man ja immer noch nicht, kommt das denn wirklich von der Klappe oder ist das vielleicht so ein funktionelles Geräusch? Also funktionell heißt eben, Herz ist gesund. Das sind irgendwelche Geräusche, die durch die Strömung des Blutes in der Systole entstehen. Und dann geht man nochmal hoch an die Karotis und dann horcht man nochmal, ob man das Systolikum oben auch hört, also ob das von der Aortenklappe da auch hochgeleitet wird. Das wäre da auch noch. Aber da habe ich jetzt keinen Lernspruch mit dazu. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, ach, was viele nicht mögen, ist die Haut. Ja? Und da muss man ja da die Schichten auch noch kennen. Okay, da kriegen alle noch die Epidermis hin und die Dermis und die Subcutis. Aber jetzt wird da auch noch gefragt, oh Gott, aus welchen Schichten denn die Epidermis besteht. Und da streiken schon mal viele und sagen, okay, kann ich mir nicht gut merken. Ja? So. Wenn ich euch jetzt aber sage, dass die Cornelia liest gern spannende Bücher, dann müsst ihr euch nur die Anfangsbuchstaben, irgendein Mikro ist gerade angegangen, vielleicht mal kurz überprüfen, wer das ist. Danke. Müsst ihr euch nur die Anfangsbuchstaben nehmen. Epidermis, Schichten, Cornelia liest gern spannende
Bücher. Ja, wir sind jetzt auf Latein. Also Cornelia, Stratum, ja, welches Stratum fängt denn mit C an? Da ist nochmal ein Mikro angegangen. Vielleicht Annette, sonst kannst du die ruhig stellen. Welches fällt euch denn ein, was mit C anfängt? Corneum, richtig, genau. Ja? Nee, ich muss noch nicht einblenden. Ich möchte, dass ihr mal ganz kurz da, Cornelia schreibt gerade, wenn ich diesen, du kannst dir sicher den Satz gut merken. Ne? Ich mache gleich die weitere Folie rein, weil ich möchte kurz, dass wir denken. Cornelia, und jetzt kommt liest. Welches Stratum fängt denn mit L an? Haben wir nicht überall ausgeprägt, aber vor allem eben so an der Leistenhaut, also ne, so an euren Fingern zum Beispiel, was den Fingerabdruck macht. Das Stratum, ich gebe es mal ein, ich merke schon, ihr braucht den Lernspruch, der ist noch nicht, sitzt noch nicht so sicher, das Stratum Lucidum. Ja, das habt ihr also vor allem so an euren Hand- und Fußflächen. Ihr müsst nur mal kurz eure Handflächen unter eine Lampe oder sowas halten. Dann merkt ihr, das reflektiert so, das glänzt so. Das ist jetzt an eurem Po weniger der Fall. Ja? Das ist dieses Stratum Lucidum, was so reflektiert. Dann, Cornelia liest gerne, jetzt kommen wir zu G. Jetzt kommt das Stratum Granulosum. Spannende ist die Stachelzellschicht. Spina ist der Stachel. Stratum Spinosum. Und Bücher, naja, jetzt sind wir ganz unten in der Schicht angekommen, ganz basal. Das ist das Stratum Basale. Cornelia liest gerne spannende Bücher. So. Mir fällt gerade ad hoc was ein. Und zwar, es gibt ja Knochenzellen, die den Knochen aufbauen. Und es gibt Zellen, die den Knochen wieder abbauen. Ja, habt ihr eine Idee, wenn man sich das merken kann? Welche Zellen aufbauen und welche Zellen den Knochen wieder klauen. Richtig. Mhm. Ja, wir haben zum einen die Osteoblasten. Ja, das sind die aufbauenden Zellen, Blasten bauen. Dann gibt es die normalen Knochenzellen, Osteozyten. Und dann gibt es die abbauenden Zellen. Das sind die Osteoklasten. Und die wiederum klauen dann nachher unseren Knochen. Finde ich, kann man sich eigentlich sehr gut merken. Was super häufig gefragt wird, super, super häufig, schriftlich als auch mündlich. Wir haben ja ganz viele Zellen in der Magenschleimhaut drin. Ja, da haben wir Hauptzellen, da haben wir Nebenzellen, da haben wir Belegzellen und wir haben auch noch gastrinproduzierende Zellen, die G-Zellen. Aber das bringt man immer so leicht durcheinander, was jetzt die Haupt-, was die Neben- und was die Belegzellen, Parietalzellen produzieren. Ja. Und jetzt stellen wir uns mal so einen Hauptmann vor. Ja? Schönen Hauptmann. Und den stellt euch einfach mit einer Dose Pepsi, machen wir mal hier Schleichwerbung. Ich glaube, wir haben unter den Heilpraktikern nicht so viele Cola-Trinker eben drin. Ja? Und dann stellt ihr euch den Hauptmann mit einer Dose Pepsi in der Hand vor. Pepsi, also Pepsinogen, ist ja letztendlich, das sind ja Peptidasen, die Peptide aufspalten. Das heißt also, dass da erstmal Eiweiße in Polypeptidketten zerlegt sind. Wir sind bei der Eiweißverdauung. So, und dann sitzt vielleicht nebendran jemand, also Nebensitzer, und die schleimen diesen Hauptmann immer an. Ja? Also sie kriechen ihm ein bisschen in den Allerwertesten. Kann man sich also schon merken, der Hauptmann trinkt Pepsi und die Nebensitzer schleimen. Und jetzt sitzen da noch ganz viele andere Leute. Das ist die Belegschaft. Die stehen dann ebenso für die Belegzellen. Und die sind sauer, weil die Nebensitzer nämlich so schleimen. Und die sind aber auch beim Produzieren und produzieren den Intrinsic Factor. Ja, der ganz, ich habe wieder mehr Folien als Zeit. Guck, hätte ich gar nicht anderthalb Stunden hier irgendwie Powerfolien machen müssen. An der Zeit nämlich, dass ich 48 Folien habe. Ja, also so könnt ihr euch das gut merken. Der Hauptmann trinkt Pepsi, Hauptzellen produzieren Pepsinogen, Nebenzellen den mucinhaltigen Schleim und die Belegzellen oder Parietalzellen produzieren die Magensäure, die HCl, und dann eben auch den Intrinsic Factor, den wir benötigen, damit das Vitamin B12 Scopolamin im terminalen Ileum aufgenommen werden kann. Fortgeschrittenen Wissen,
Ja, ist dann vielleicht für die Praxis gar nicht mal so schlecht. Es gibt ja Dinge, die eben auch nochmal die Magensäureproduktion anregen. Ja, und das kann man sich vielleicht merken. Kennt ihr vielleicht noch Kaffee Haag? Das haben früher mal, also meine Großeltern haben das immer getrunken, Kaffee Haag. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Aber man merkt sich ganz einfach, Kaffee Haag fördert die HCL. Ne? Kaffee, das H steht dann für das Histamin. Histamin triggert da. A steht für das Acetylcholin. Das ist ja der Hauptneurotransmitter des parasympathischen Systems. Und Parasympathikus brauche ich eben auch für die Sekretion von exokrinen Drüsen. Und G, das vorhin schon erwähnte Gastrin. Ne? Gastrin kommt aus den G-Zellen im Magen und fördert zum einen die Magenmotilität, dass er einfach so auf Zack kommt und dass einfach die Salzsäure eben hier ausgeschüttet wird. Das müsst ihr wirklich gut lernen für die Prüfung. Das kommt ganz, ganz häufig an. Ja, jetzt gehen wir mal kurz so ein bisschen nach links rüber und ein bisschen nach hinten, ne? So retroperitoneal. Und da liegt natürlich das Pankreas. Wir wissen alle, Pankreas hat auch ganz, ganz viel exokrine Funktionen, Amylasen, Peptidasen, Trypsinogen, Chymotrypsinogen und so weiter. Aber da werden ja auch Hormone gebildet. Und diese Hormone, die liegen ja, also diese hormonproduzierenden Zellen, so inselartig zusammen, nach dem Herrn Langerhans bezeichnet. Und ja, hier unten steht das auch schon. Gabi auf der Insel. Damit kann man sich eben auch merken, wenn man Gabi jetzt mal dieses Akronym nimmt, G steht dabei für das blutzuckererhöhende Glucagon. Bringt man ja auch immer gerne durcheinander. Glykogen, Glucagon, Glykolyse, Glykogenolyse. Also Glucagon ist das Hormon, was den Blutzucker erhöht. Gabi, also Glucagon, kommt aus den A-Zellen. Und in den B-Zellen wird dann das Insulin gebildet. Also das Hormon, was dann eben den Blutzucker in die Skelettmuskelzellen und in die Fettzellen reinbringt und Kalium reinbringt und Aminosäuren. Jetzt muss ich aber gerade mal noch so fragen, kennt ihr sonst noch Hormone, die im Pankreas gebildet werden? Eigentlich müsste man den Spruch noch ein bisschen ausweiten. Somatostatin, sehr gut, ne? Somatostatin ist eigentlich so der direkte Gegenspieler des Somatotropins. Das heißt, das STH ist das Wachstumshormons, ist aber so eine Universalbremse für alle möglichen gastrointestinalen Hormone. Auch Gegenspieler von Insulin und Glucagon, also ist so ein Spielverderber. Und da gibt es noch ein Hormon, was auch unter anderem im Pankreas gebildet wird, was uns so hungrig macht. Wisst ihr, wie das heißt? Das könnte man sich auch mit dem G merken. Ghrelin, richtig, ne? Growth Hormone Releasing und so weiter. Ne? Ja, also kann man sich das G hier im Grunde auch nochmal merken, dass es noch ein Hormon mit G gibt. Das ist das Ghrelin, das macht nämlich Hunger. Genau, wir stellen einfach ein paar Lernsprüche bei uns auf die Website. Ganz genau, Annette, ist doch die beste Lösung. Und da muss ich jetzt aber kurz mal fragen, wisst ihr, welches Hormon einen dünn machen soll? Also satt machen soll? Leptin. Jetzt sind Griechischkenntnisse von Vorteil. Leptos, dünn. Ihr kennt sicherlich so leptosome Typen, ja, also so flachsige, dünne Leute, ja. Also Leptin soll einen eben dünn machen. Gehen wir mal vom Pankreas weg und schauen mal weiter. Ich habe auch gerade keine Ahnung, was hinten dran jetzt kommt. Aber doch, ja, da müsste jetzt die Milz kommen. Und bei der Milz müssen wir uns eine Sache merken. Ja, die wird auch immer so gerne gefragt. Ja, stand vielleicht bei der Oma irgendwie so im Bad rum. Und zwar die Größe der Milz. Wie könnt ihr euch das denn merken? Genau. Vielleicht war jemand mal in Köln am Appellhofplatz, da wo die Oper und sowas ist. Und da steht ein wunderschönes Haus. Da steht eine Nummer drüber. 4711 kommt noch von Napoleon damals. Ja, Kölnisch Wasser. Das heißt also, mit dieser 4711 könnt ihr euch die Größe der Milz merken und das trifft auch fast noch auf die Größe von einem anderen Organ zu. So ein bisschen gerundet. Welches Organ hat die Niere?
Richtig, da passt das im Grunde auch ganz gut eben drauf. Da macht er vielleicht mal irgendwo einen Zentimeter weg oder sowas, aber es passt ganz gut eben hier auch zusammen. Ja, jetzt habe ich euch hier erstmal ein bisschen drangsaliert. Ach nee, eine Sache müssen wir noch. Wir müssen noch eine Station runtergehen. Und zwar, was für viele so ein bisschen Horrorthema ist, obwohl es ganz spannend ist. Wenn es für euch noch Horror ist, dann lasst es euch mal schön erklären, ist der Aufbau der Nebennierenrinde. Wir haben ja eine Nebenniere oder zwei Nebennieren besser gesagt, bestehen aus dem Mark. Da werden Katecholamine gebildet, also Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin. Aber dann gibt es diese Rinde. Ja? Und diese Rinde hat drei Zonen. Ich lese hier schon, Mineralwasser mit Zucker macht sexy. Das stimmt absolut. Ja? Und jetzt wird eben sehr gerne auch gefragt, ja, was wird denn in diesen Zonen gebildet? Und wir gehen jetzt einfach mal von außen nach innen. Ja? Außen ist die Zona glomerulosa, dann kommt die Fasciculata und innen die Reticularis. Außen, Mineralwasser mit Zucker macht sexy, bilden wir die Mineralokortikoide. Und der Hauptvertreter der Mineralokortikoide, das ist das Aldosteron, was wir benötigen, damit am Tubulusapparat Natrium rückresorbiert wird und Kalium ausgeschieden wird. Und dann kommt ganz einfach so diese dominante Zone, ne, die ganz wichtige Glukokortikoide, Hauptvertreter das Cortisol. Und das ist natürlich ein, Cortisol ist ein blutzuckersteigerndes Hormon, steigert also einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Gluconeogenese. Deshalb kann man ja auch einen Steroid-Diabetes bekommen, wenn das zu hoch dosiert ist. Das heißt also mit Zucker. Und jetzt kommt noch, macht sexy. Ja? Das heißt, in der inneren Zone, da haben wir ganz einfach dann noch Geschlechtshormone, vor allem Androgene, aber Männer auch Östrogen. Musste ich vorhin schnell schmunzeln. Ich wollte euch nämlich da für den Spruch Salt, Sugar, Sex, the deeper you get, the better it gets, also Salz, Zucker, Sex, umso tiefer du gehst, umso besser wird es, hier drei Bilder hinmachen. Aber tatsächlich bekommt man, wenn man mal so copyright-freie Bilder googelt, unter dem Wort Sex keinerlei Treffer. Es hat mich dann schon sehr, sehr im Grunde dann auch amüsiert. Ja. Also Salt, Sugar, Sex. Von außen nach innen. Salz, Aldosteron, Sugar ist Cortisol und Sex sind die Sexualhormone. Jetzt haben wir schon kurz vor, jetzt möchte ich aber noch kurz ein paar Erkrankungen auch ansprechen. Das heißt also, ich habe ja noch irgendwie 30 Folien. Ja. Und suche mir mal ein paar schöne Sachen raus. Ja, kommen wir mal zu einer Sache, die ich mir nicht merken konnte. Absolut nicht merken konnte. Und zwar, bis heute habe ich es noch ohne Brille geschafft, lange geht es nicht mehr. Aber wodurch sollte ich dann Interesse haben zu wissen, ob ein Mensch, der jetzt weitsichtig ist oder kurzsichtig ist, konvexe oder konkave Gläser braucht? Und dann muss ich mir ja auch erstmal merken, ja, was heißt denn eigentlich konvex und was heißt konkav? Ja, also dass das eine Wölbung ist, ist klar. Also habe ich mir erstmal ein Sprüchlein genommen, was es schon gibt, um mir konvex und konkav zu merken. Und dieses Sprüchlein heißt eben, war das Mädchen brav, bleibt der Bauch konkav, also so leicht nach innen gewölbt. Hatte das Mädchen Sex, wird der Bauch konvex. Also guckt euch diesen Bauch an, dann wisst ihr, okay, konvex ist nach außen gewölbt. Und jetzt konnte ich mir aber trotzdem erstmal nicht merken. Ich habe versucht, das auswendig zu lernen. Ja, braucht man jetzt mit der Kurzsichtigkeit konvexe oder konkave Gläser? Und da musste ich mir das alles erstmal hier herleiten. Und dann bin ich auf eine blöde Idee gekommen. Die darf ich eigentlich gar nicht laut sagen. Aber mein Hirn hat sich seitdem gemerkt. Und zwar, ich versuchte mir eine Eselsbrücke zu bauen und habe dann gedacht, okay, ältere Leute entwickeln ja sehr gerne eine Presbyopie. Ne? Das heißt also eine Altersweitsichtigkeit. Also kann ich Alter, ja, mit Weitsichtigkeit erstmal in meinem Kopf verknüpfen. Und dann habe ich gedacht, ja, ältere Leute könnten häufiger mal ein bisschen Sex gebrauchen. Also jetzt hatte ich die Verquickung Alter, Sex und Sex habe ich mir ja mit konvex wieder verquickt. Das Alter habe ich verquickt mit Weitsichtigkeit und Sex mit konvex. Ja, und schwupps wusste ich, bei Weitsichtigkeit brauchst du konvexe Gläser.
Wenn mich jetzt jemand fragt, ja, bist du dir sicher? Dann sage ich, ja, klar, bin ich mir sicher. Ja, Alter, Sex. Und Sex ist wieder konvex und im Alter bist du weitsichtig. Ne? So habe ich mir das zusammengebaut. Ne? Das heißt also, deshalb bei der Kurzsichtigkeit dann eben die konkaven Gläser. Schauen wir mal noch, ob wir noch was ganz Schönes haben. Ja, womit viele auch ein bisschen durcheinander kommen, ist, wenn sie nicht die deutschen Begriffe benutzen sollen. Und da gibt es manche Sachen, die hören sich einfach so, ja, so ähnlich an. Zum Beispiel Ureter und Uretra. Ja, was ist jetzt der Harnleiter und was ist die Harnröhre? Ganz einfach. Ureter ist der Harnleiter. Ja, die haben die gleiche Endung. Ja, und dann ist es ja logisch, dass die Uretra die Harnröhre ist. Mit aber kurz noch zu ein paar Erkrankungen. Ich hätte jetzt noch ein paar schöne Sprüche, wie der ist der Grimaster froh und munter, hüpft der Testes hoch und runter. Aber ich suche mal noch ein paar schöne Sachen raus, die er brauchen könnte. Ja, was er sicherlich kennt, ist der Edeka. Ja? Das heißt also, Edeka, die Abkürzung für die fettlöslichen Vitamine, die immer wieder ganz einfach auch gefragt werden. Aber wenn wir bei Supermärkten sind, wisst ihr, was man sich mit dem Wort Aldi merken kann? Also man kann sich nicht nur mit dem Edeka was merken. Aha. Richtig, mit Aldi kann man sich merken, was Adenoviren gerne anrichten. Ja? Die Adenoviren gehen nämlich gerne zu Aldi. Das heißt also, das A steht dann für Augen. Ja? Adenoviren können eine Konjunktivitis Epidemica machen. Paragraph 7. Nicht namentliche, also da muss, wenn das Labor aus dem Konjunktivalabstrich nachweist, das melden. L steht dann für Lunge, können also Atemwegsinfekte bis hin zur Pneumonie machen. Und die, naja, Dickdarm, der Darm, sind also auch hier schöne Durchfallerreger. Also das nächste Mal, wenn ihr zu Aldi geht, dann denkt ihr einfach mal kurz ein bisschen an die Adenoviren. Zwei, drei Sachen suche ich noch mal raus. Hier ist unsere Olympiade. Ja, das ist vielleicht auch noch etwas, was ihr gut gebrauchen könnt. Und zwar haben wir ja unterschiedliche Formen von Leukozyten. Wir haben erstmal drei große Gruppen. Das heißt unsere Granulozyten, Lymphozyten und die Monozyten. Und das wisst ihr auch alle. Granulozyten kann man noch mal unterteilen aufgrund ihrer Anfärbbarkeit der Granula in neutrophile Granulozyten. Die kann man nochmal in Stab- und Segmentkernige unterteilen, in eosinophile und in basophile Granulozyten. Jetzt fragen die aber sehr, sehr gerne, ja, welches sind denn die zahlreichsten? Ja, und dann stellt ihr euch ganz einfach mal so einen Affen vor und denkt euch, der darf aber die Banane da nicht essen. Never let monkeys eat bananas. Da habt ihr wieder die Anfangsbuchstaben. Und zwar habt ihr neutrophile Granulozyten, das sind die zahlreichsten. Zweithäufigsten sind die Lymphozyten. Dann kommen die Monkeys, das sind die Monozyten. Dann kommen EAT, die eosinophilen. Und dann kommen die basophilen Granulozyten. Ja, never let monkeys eat bananas. Ja, eine Sache noch, weil ich die finde ich so schön. Es gibt ja diese ominöse Erkrankung Sarkoidose, die immer wieder in diesen Prüfungen auftaucht. Und da handelt es sich ja um eine granulomatöse Erkrankung des Mesenchyms. Das ist auch so eine, ich sage jetzt mal, Chamäleon-Erkrankung, weil die kann so alles befallen, aber geht gerne auf Lymphknoten, Lunge, Leber, aber auch Augen, Skelett. Also so relativ schlecht fassbar. Da wird aber immer wieder Bezug genommen auf die akute Form der Sarkoidose. Die kommt alle paar Jahre mal in den Prüfungen vor. Und das ist das sogenannte Löfgren-Syndrom. Und wenn man sich dieses Löfgren mal als Wort nimmt, dann stecken da eigentlich schon die Anfangsbuchstaben drin für die wichtigsten Symptome. Denn diese Erkrankung ist durch eine Symptomentrias gekennzeichnet. Nehmen wir mal das L als Gedankenstütze für Lunge. Es kommt nämlich zu einer bihilären Lymphadenopathie. Ich weiß, hört sich fürchterlich an. Also Lymphadenopathie, Lymphknotenschwellung bihilär beidseits des Lungenhilus.
Dann könnt ihr euch das öff mal kurz merken, öfter junge Frauen. Gr steht für die Gelenke. Ja? Die bekommen nämlich sehr gerne eine Arthritis, meistens am Sprunggelenk. Und EN, also Löfgren, da haben wir dann noch die Hauterscheinung. Das heißt, unten seht ihr das auf dem Bildchen. Es kommt hier sehr, sehr gerne zu einem Erythematosum. Das heißt also zu einer Knotenrose, zu einer Entzündung, die in der Subkutis stattfindet und dann auch sehr weh tut. Ne? Und so ein Erythematosum kommt super gerne bei einer Sarkoidose vor, aber auch so bei Tuberkulose, komischen, ja, infektiösen Erkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, im Grunde dann auch so bei solchen Geschlippen. Aber wer Lust hat, der kann mal gucken. Auf Instagram gibt es jetzt den Account Das Heilpraktikerwissen. Ihr müsst das davor machen. Und da werde ich mal auch das ein oder andere hier mal veröffentlichen. Wenn ihr da auch mal irgendwelche Wünsche habt für Free Media heute hier, pure Improvisation und so, aber mal wirklich ein ganz leichtes Thema nach den Ferien. Ich glaube, da bist du erstmal wieder dran, Annette. Da machen wir dann mal wieder, ja, so ein bisschen fundierter.